Jetzt möchte ich dir zeigen, wie man beim Windows Movie Maker 16.4 sogenannte visuelle Effekte einfügen kann. Dazu benötigen wir wieder einzelne Videoteile. Wenn man diese herstellt, habe ich in den vorgegebenen Videos schon beschrieben. Okay, ich suche mal einen Bereich aus, wo ich so eine Animation machen könnte. Muss irgendein Video sein. Gehe dann zur entsprechenden Ribbon-Karte, visuelle Effekte. Und wenn ich jetzt hier klicke, hier runter scroll, habe ich hier mehrere Möglichkeiten, die mir dann gleich hier auch eingeblendet werden würden. Hier ist keine. Dann könnte ich hier hergehen zum Beispiel. Und habe dann hier so eine Verfremdung. Eben so eine Verfremdung, wenn ich das jetzt hier zum Beispiel wähle. Ist das Flötenspiel noch. Und dann haben wir hier die Darstellung. Hier genau für diesen Abschnitt schaut das dann hier so, wie ich mal sagen, komisch dann aus. Ich könnte auch hier noch weitere Verfremdungen vornehmen, dass ich hier schwarz-weiß zum Beispiel einblende. Gehen wir mal zum anderen Videoteil. Gehen wir mal zu diesem hier. Noch einmal so eine Verfremdung. Sieht man schon die verschiedenen schwarz-weiß Formen wir zum Beispiel einblenden, das könnte mit unterschiedlichen Helligkeiten. Nehmen wir das hier. Schauen wir mal, ob ein Foto hier auch was machen könnte. Also hier zum Beispiel gewisse Animationen, wo dann was eingeblendet wird und gewisse Schattierungen. Aber es ist auch möglich, hier entsprechende Spiegelungen vorzunehmen. Wenn man hier zum Beispiel horizontal spiegelt, ja, vertikal spiegelt und man kann auch Bewegungen durchführen. Das ist der Klassiker. Das ist natürlich, wenn man sowas dann zum Beispiel am Anfang dann verwendet oder hierher geht. Und dann nehmen wir uns da so eine verspielte Bewegung. Ja, das hier zum Beispiel, wenn ich das jetzt immer abspiele. Der Titel noch und dann kommt dieses Wackeln. Jetzt kommt dann das hier. Man sieht schon, dass es dadurch nicht unbedingt immer besser wird und anspruchsvoller wird, ja? Wenn man diese Verfremdungen dann durchführt. Man sollte also sehr sorgsam umgehen mit diesen visuellen Effekten. Also überleg dir genau, was du da machst und ob es wirklich notwendig ist, einen visuellen Effekt einzufügen.